Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute versuche ich mal ein schnelles Video zu machen zu allen Grills, die ich habe. Ich erläutere euch oder versuche es Vor- und Nachteile von der jeweiligen Grill nahezubringen. Und ich dachte, wir fangen einfach mit den Räucherfass hier an. Der steht hier. Das ist ein Batavia-Räucherfass, habe ich seit circa 3 Jahren. Bin ich super zufrieden, eignet sich zum Räuchern, zum Kurzgrillen, ja, indirekt grillen kann man damit auch. Ist zerlegbar in 3 Teile, also ziemlich kompakt, wiegt um die 20 Kilo, ja, rostet nicht, ist emailliert, wenn ich mich nicht irre, einen 50er Durchmesser, ein bisschen größer. Wir haben hier einen Grillrost und den können wir auf die Ebene lassen. Dann können wir hier indirekt grillen. Darunter ist der Feuerkorb, den können wir auch variieren von den Ebenen. Der kann auch auf die Ebene oder auf die. Genau wie das geht da. Kann hier oben drauf und dann habt ihr einen Grill, wo ihr direkt grillt, also wie eine Weberkugel. Könnt natürlich nicht den Deckel drauf machen, weil das ist hier auf dieser Ebene. Dann müsst ihr das halt ein bisschen umbauen. Ist alles kein Problem. Dazu gehört noch eine Wasserschale, halt für indirektes Grillen. Dabei ist noch so ein Kreuz. Zum Räuchern sind meine letzten Videos jetzt auch online. Also zu jedem Grill, den ich jetzt euch zeige, gibt es reichlich Videos. Von der Handhabung würde ich sagen, für Anfänger auf jeden Fall geeignet. Man muss sich natürlich ein bisschen reinfuchsen, wie bei jedem Grill, auch beim neuen Gasgrill, muss man erstmal die Einstellungen ausprobieren und sich daran gewöhnen, aber ja, ich bin damit zufrieden. Es gibt fast gar keine Nachteile. Läuft mit Kohle oder mit Holzscheiteln. Und ja, will ich auf jeden Fall nicht mehr missen. So, jetzt habe ich eine Ebene abgebaut, kann man natürlich auch so betreiben oder sogar ganz niedrig. Also im Preissegment liegen die Räucherfässer oder Grillfässer zwischen 100 und 200 Euro, nach oben natürlich keine Grenzen. Der zweite Grill im Bunde ist dieser Mangal. Ist ein Grill, sehr bekannt bei Russen und geeignet eigentlich nur zum Kurzgrillen. Also hier unten kommen die Kohlen rein, dann hat man im Idealfall noch so ein Gitter dabei. In dem Fall sogar hier noch verstellbar. Man kann die Höhe variieren, damit kann man sogar so ein bisschen, ja, nicht zu große Hähnchenschenkel damit machen, aber man muss bedenken, hier hat man ziemlich viel Hitze, man kann das ein bisschen zur Seite schieben, aber so indirekt kann man damit wirklich nicht garen. Also Würstchen, Steaks, also so, ja, Grillparty, wo man ein bisschen Würstchen drauflegt, und super geeignet kann man auch dickeres Rumpsteak machen und den vorher so wie garen, oder Flanksteak haben wir auch drauf gemacht. Man kann hier wirklich das Gitter fast in die Glut reinlegen, also noch niedriger als hier zum Auflegen. Aber wozu eigentlich gedacht ist, ist natürlich für Schaschlik oder halt Fleisch aufspießen. Und hier kann man natürlich variieren. Gibt es auch Aufsätze, die man hier dran schrauben kann, mit dem Motor, damit die Spieße automatisch gedreht werden. Ja, preislich liegen die, ja, fangen schon bei 50 Euro an. Leider ist das Material dann ziemlich dünn und die erreichen ziemlich hohe Hitze. Es verformt sich, verbiegt sich und damit habt ihr keinen Spaß. Dieser liegt, glaube ich, zwischen 100 und 150 Euro, ein bisschen teurer. Man sieht hier, ist auf jeden Fall dicker. Wie gesagt, schnell einsatzbereit hier, schnell was wegzugrillen. Der Nachteil halt, man kann damit nicht indirekt grillen. Was noch geht, man kann den hier die Füße einklappen, zusammenlegen und sehr gut verstauen. Ja, der dritte Grill ist ein elektrischer Smoker. Ja, viele denken jetzt, Herr Rentnergrill, aber erleichtert die Arbeit wirklich enorm. Wenn man viele Gäste hat, kann man hier zu einem Holzkohlegrill noch super Sachen machen. Ja, hat reichlich viel Platz hier. Der Rost ist, glaube ich, ja, fast schon so groß wie bei meinem Gasgrill. Hier oben haben wir auch eine schöne Ablagefläche. Wie gesagt, regelbar von 60 bis 210 Grad. Läuft mit Pellets. Jetzt habe ich ungefähr 30 Kilo verbraucht.
Es ist fast gar nichts. Preislich liegt er, also ich habe den für 199 gekriegt, der kostet auch 400 Euro. Wie gesagt, ich habe wirklich mit allen Sachen Glück gehabt. Das war nicht mal irgendwie gesponsert, einfach so im Markt gesehen, genommen und gekauft. Wie gesagt, gut verarbeitet. Viele haben geschrieben, Billiggrill. Ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich habe ihn auch schon mehr als einmal vorgestellt. Kriegt man super Sachen mit. Schön Rauch. Wie gesagt, langsam garen. Genauso wie eine Ente knusprig damit kriegen. Funktioniert einwandfrei. Wirklich ein Traum. Teilweise damit nicht geht und als kleiner Nachteil ist, direkt grillen, also klar, wir können hier 200 Grad einstellen, aber das ist wie Umluft im Backofen, da würdet ihr auch kein Steak reinlegen. Ihr müsst vorher schön irgendwo anbraten in der Pfanne und dann könnte ich ihn bei 60 Grad nachziehen. Oder Würstchen haben wir auch mal drauf gelegt und voll aufgedreht. Das wird einfach nicht wirklich was, weil ihr hier keine direkte Hitze habt. Das ist wie wenn ihr Bratwürstchen im Backofen macht, die kriegen auch Farbe, aber werden viel zu trocken. Also das ist der Nachteil und noch ein kleiner halt. Die Pellets, die kriegt ihr nicht überall, nicht in jedem Baumarkt, sondern nur im Grillfachhandel. Wenn ihr keinen habt, müsst ihr die bestellen. Ist kein Problem. Kriegt ihr bei Amazon 16 Kilo Sack am nächsten Tag geliefert. Und das reicht euch für ein Jahr. Das Problem ist, wenn ihr mal grillen wollt, wie wir das mal vorhatten, und nirgendwo die finden könnt, weil das müssen schon spezielle sein zum Grillen. Die anderen Pellets zum Heizen, die sind ja mit Klebstoff versehen oder, ihr wisst nicht, was da drin ist. Und das wollt ihr nicht im euren Essen haben. Ja, das sind die kleinen zwei Nachteile. Wie gesagt, wenn man organisiert ist, so ein Sack reicht euch wirklich für sehr lange Zeit. Ja, sehr schöner Grill, gefällt mir richtig gut. Kann ich jedem nur empfehlen, so eins zuzulegen, wenn ihr Platz habt. Ja, mein Traum ist noch ein richtiger Smoker, halt auch mit so einer Brennkammer, aber momentan haben wir ein bisschen Platzmangel. Irgendwann wird das auf jeden Fall noch kommen. Und jetzt kommen wir in meinen Augen zu dem König von dem ganzen Grills, zu dem Tandir. Ja, viele kennen den wahrscheinlich aus meinen Videos. Und dazu werde ich wahrscheinlich am meisten sagen. Ja, ist Keramikgrill, wiegt 125 Kilo, der Deckel wiegt schon über 20. Dieser Grill braucht viel Aufmerksamkeit. Das ist kein Anfängergrill. Ich bin immer noch dabei zu lernen, aber wenn man das raus hat, macht das richtig Spaß. Es ist nicht so mobil, aber das ist die älteste Art und Weise wahrscheinlich zu garen, zu grillen. Früher in Erdlöcher ausgelegt mit Ziegelstein obendrauf, wurden angeheizt lange, damit das alles gespeichert wird in den Wänden. Und dann kam obendrauf ja, Deckel, Bretter, drauf nochmal Erde und dann wurde da halt gegart. Das gleiche machen wir hier auch, halt in anderer Form, ist mobil, die Wände sind nicht so dick, also bei dem Grill gibt es ja, bei dem Tandir gibt es ja einen Einheizprozess, der dauert eine Stunde, man braucht reichlich Holz, der muss so drei Viertel gefüllt werden mit Holz und aufgeheizt werden, also pro Durchgang, also Grilltag, sage ich mal so. Also braucht ihr reichlich Holz, mit Kohle geht es auf jeden Fall nicht. Wir haben solche Spieße, hier so ein Kreuz. Es wird hier reingehangen, wenn der heiß ist. Bei der Aufheizphase so eingestellt. Das wird hier drauf gestellt. Hier drauf kann ein Wok drauf. Und wir können hier super Sachen braten bei sehr, sehr hoher Hitze. Genauso können wir hier auch Brot backen, hier an die Wände kleben. Hier unten ist immer so Glut, kann man hier jetzt nicht sehen, der ist leer. Darauf kann man so einen ja, Lehmtopf draufstellen, da drin was schmoren. Also ja, der Tandir ist auf jeden Fall sehr vielfältig. Aber wie schon gesagt, man braucht Zeit. Aber was ich sagen muss, das Essen wird hier am besten. Es ist wirklich mit nichts vergleichbar. Ja, man muss es einfach probieren. Natürlich muss immer Deckel drauf, wenn hier irgendwas reinkommt. Es ist schwer, es darf nicht nass werden, es muss immer überdacht werden, wenn es nass ist und dann aufgeheizt wird, das saugt ja die Feuchtigkeit auf und dann kann das einfach platzen. Also der kriegt schon Risse, das ist völlig normal, aber wenn die Feuchtigkeit dann ruckartig bei 500 Grad verdampft, dann könnt ihr vorstellen, was damit passiert. Ja, es gibt verschiedene Größen,
auch verschiedene Preise. Der liegt bei 500 Euro. Es gibt auch für 1200, der ist fast doppelt so schwer und groß und speichert natürlich mehr Hitze und da passt natürlich mehr rein. Für so einen, ja, 6-Personen-Haushalt würde ich auf jeden Fall schon sowas empfehlen. Wenn ihr den zu klein habt, ja, das Problem ist, der verliert ja Hitze. Also ihr heizt den einmal auf, das ist der Nachteil, und dann habt ihr wirklich hohe Hitze und die geht langsam runter. Also ihr könnt natürlich noch mal was nachmachen und nachhängen, alles kein Problem, aber ihr müsst bedenken, ihr habt nicht die Hitze, wie ihr am Anfang hattet. Und ja, wie gesagt, der braucht auf jeden Fall Zeit. Ihr müsst Lust drauf haben. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß, wenn ihr Zeit habt dafür. Es ist wirklich ein Spektakel. Es ist eine Geschmacksexplosion. Ihr habt da Rauch, alles, alles dabei. Das ist wirklich ein schönes, Mittel, um Essen zuzubereiten.